Was für ein Blick. Und somit herzlich. Ja, ich bin über meinen Hund gefahren. Moment. Nein, wirklich jetzt keiner. Mein Hund hat jetzt gerade, jetzt läuft da Flüge über die Kamera. Holst mal ab. Mein Hund hat jetzt gerade seinen Schwanz im Rad von meinem Bürostuhl eingeklemmt. Ja, es fährt schon wieder gut an. Auf jeden Fall, hallo. Hörst du jetzt mal auf der Kamera um das Ohr? Psst, hau ab. Hey, habt ihr auch so viel Flüge? Vielleicht kann ich noch offen gehen. Jetzt verpiss dich. Psst. Hey, das ist unglaublich. Ah ja, auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Zoo. Herzlich willkommen im Zoo. Wir sind bei Folge Nummer 5 angekommen. Endlich. Ich habe in der Zwischenzeit ein klein etwas gemacht. Wie ihr seht, hat sich da einiges vergrössert. Und da sind wir in der Wahl. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Habe da hinten noch ein weiteres Shelter hergetan, habe noch ein bisschen Bäume weggenommen, habe das Keg nochmal etwa 3-mal grösser gemacht. Aber jetzt sehe ich jetzt das gleich, wenn da nur 2 Hippos da sind. Wo ist das dritte Hippo? Ah, das bringt er jetzt gut. Aber wenn sich jetzt die Werte wieder verändern, 3 am Rad. Wir waren nicht. Oh mein Gott! Hast du ja vorhin gemeint, dass sie jetzt die Werte für 3? Ich habe auch schon fertig gemacht, die waren überall zufrieden. Nein, wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht. Wir haben keine andere Wahl, meine Damen und Herren. Aber ich habe vorgesorgt, weil ich denke, ich mache einfach diese Ecke hier auch noch raus. Dann machen wir diese Ecke hier. Dann machen wir die so. Dann machen wir den so. Und den so. Und das Bäumli. Das Bäumli. Weil das passt, dann ist es safe auch wieder nicht. Ist jetzt das gut, liebe Hippo? Berechnen. Es ist nicht immer noch zu wenig. Wo oh, wieder zu wenig Wasserfläche. Hey, wie viel Platz brauchen die Viecher? Das geht's doch nicht. Mein Gott, hey. Halb zu oben steht aus Hippo. Hippo-Gespenstchen. Jetzt hier irgendwie noch so eine Ecke. Weil da kann ich aber nicht mehr wahnsinnig viel weiterziehen. Was ist jetzt das Problem? Die Tafel zu lang. Ja, moin. Tafel zu lang. Aber weißt du was, ich glaube, dann machen wir einfach da hinten noch das zweite Seil. Da kann ich sicher auch wieder nicht mehr. Nein, da kann ich nicht ziehen. Oder wir machen einfach hier noch. Ja, da Ecke noch ein bisschen Wasser machen. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Ich denke, wir haben uns hinter uns mit den Hypos. Aber sie lassen uns einfach keine Ruhe. Wenn wir wollen ja, dass die Demonstranten nichts zu demonstrieren haben. Und dementsprechend unsere Viecher genug Auslauf. So, blockiert. Warum ist jetzt das blockiert?
Aber jetzt irgendwo ist es. Hä? Was ist das Problem jetzt? Ja, blockiert durch was? Ich habe das Wasser vorhin da rausgenommen. Hä? Ich verstehe gerade nicht. Wasser aus vorhin. Blockiert. Das ist zu wenig tief zum Teil. Mir ist es wieder Hegel da drinnen, aber es ist vorher auch gegangen. Das ist sicher wegen dem blöden Kegel. Ein Moment, wir haben es gleich. Hey, nicht alles. Nur der. Einrichtungen. Ein Basic Shelter. Warum ist das im Bau-Dings innen von. Ist das nicht? Gruppenbearbeitungsmodus. Kann ich da jetzt? Irgendetwas. Das ist alles in dem Wooden Shelter-Ding innen. Ah, weißt du was? Ciao! Ehrlich. Mit diesem Spiel kannst du eben schon fast zu viel für meinen Geschmack. Blockiert. Warum? Was blockiert? Da haben wir vorhin nicht mehr gehabt. Ich kann es immer sagen. Ehrlich. Ich kann es immer sagen. Aber jetzt schauen wir mal, was sie meinen da. 2846, wenn es jetzt weniger wird, dann merken wir es. Ja, es wird weniger. Mist! Wir bauen nur Mist, ehrlich. Gelände. Irgendetwas im Gelände haben wir verbockt. Irgendetwas müssen wir hier noch ein bisschen abflachen. Was soll ich mal sagen? Irgendetwas ist nicht gut. Vielleicht hier sogar noch ein bisschen runter. Das ist alles sehr unregelmässig. Blockiert durch was? Durch das Hippo, das hier steht, oder wie? Ja. Jetzt sind wir wieder auf dieser Höhe. Wie sieht es aus? Ja, immer noch ein bisschen zu wenig Wasser. Jetzt machen wir seit drei Folgen der Doktor, jetzt will ich so perfekt machen. Also hier hinten, das muss noch tiefer. Und echt, ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Folgen jetzt schon dem rumbastelt habe. Für das ich jetzt wieder hier hocken und an dem rumbasteln, das war echt genau nicht die Idee gewesen.
da Terraforming zu machen im Let's Play. Das war echt nicht die Idee gewesen. So. Blockiert. Das ist safe nicht. Aber das ist jetzt, weil der Holzkopf hier steht, oder? Ja. Können wir das Ding irgendwie move? Verlegen. Und dann schnell. Ungültige Zielort. Legt mir den mal über. So. Oh, was es geht. Allein, okay. Gelände, Wasser. Okay, da ist schon mal nicht gelegen. Aber, wenn wir Schwein haben. Ich mache ein riesen Kreuzertüli, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Es ist alles perfekt, bis auf Rückzugsort, stabiler Rückzugsort für alle Tiere. Ah gut, wir haben natürlich jetzt noch einen fort. Dein Zoo verfügt über keinen Sicherheitsdienst für Verbrechen. Ja, da kann man uns gut drum. Die Pflanzung ist auch noch gut. So, jetzt aufhören da. Da kümmern wir uns natürlich noch schnell drum, weil das haben wir vorhin vergessen. Weil wir eins fortgerupft haben, aber das hat mich eh gestresst, weil es nicht das gleiche war. So, den auch noch kopieren. Irgendwann kommen wir mal in das Game rein, meine Damen und Herren. Liebe Freunde. So, und dann haben wir natürlich die ganzen Spielzeuge noch fortgerupft. Und Futterstationen und so. Plus, jetzt kann ich auch wieder P drücken, wenn ich meine Täusche, ich hoffe es jetzt. Ja, die Aufnahme läuft noch, genau. Ich habe einfach das Programm gewechselt, das ich aufnehme damit. Und jetzt läuft alles ein bisschen besser. So, hier vorne kann füttern bitte. Hast du nicht vorher das Wasser da rauf? Ich check's nicht. Egal. Gehege, Schlafmöglichkeiten, Blätter. Wenn wir das mal sonst noch irgendwie so ein bisschen verteilen da. Ah, und wie man sieht, habe ich beim Ausbauen noch ein bisschen Geld verdient zu schinnen. Das ist dann nicht jemand, weil ich gecheatet habe. Ich habe einfach ein Seidel gehabt, bis ich den ganzen Brunz wieder habe. So gehabt, wie ich es wollte. Dann noch ein bisschen Spielzeug. Zu trinken brauchen sie noch, die lieben Hippos. He? So. Dann nehmen wir den her. Noch hier. Genau, kann ich den Wasserfall jetzt her tun? Ja! Nice. Okay. Ah, nice. Gut. Schön. Du kommst jetzt wirklich zu. Mein Junge ist am Spinnen. Gut, wie geht es euch der Lebensqualität? Es gibt nicht genug Beschäftigung für alle Tiere. So wie es jetzt mal geht, nicht kümmern, wir sind schon wieder bei 14 Minuten und wir haben jetzt endlich das blöde Hippo-Ding durch. Ja, machen wir einen super Touch. Genau, Sicherheitsdienst. Oh, look, das kleine Baby. Kann man das mal richtig anschauen? Und schau, wie sie im Schlamm baden. Was ist das geil? Kommt mir wieder ein Baby noch dazu. Wir haben zwar zu tun, aber. Was ist das geil? Okay. Ach, schön. Und du bist jetzt zufrieden, oder? Euch geht's gut? Ja. Geht nicht genug Beschäftigung für alle Tiere. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das ist in meinem Zoo einfach mal so. Im Moment. No. Da arbeiten wir später dran. Jetzt genau, Personal.
Sicherheitsdienst sollten wir haben, sie gesagt. Wir haben schon den Besuch da, okay. Kein Sicherheitsdienst. Dann stellen wir mal den Jimmy und der Jimmy schaut für Sicherheit. Sonst haben wir ja, glaube alles ein klein. Sicherheitsdienst Techniker. Brauchen wir noch nicht, scheinbar. Merken wir dann. Das Spiel sagt, dass wir das schon müssen machen. Dann können wir uns jetzt endlich einem neuen Keg widmen. Dass es da auch nicht gut geht. Warum das... Dann geben wir noch etwas da. Nein, aber nicht da. Flusspferde, Futterspender hängen. Hier noch einen. Das Futterfassen. Gross haben wir gehabt. Jetzt sieht es gut aus. Schau da, Gehege 90%. Lebensqualität 100. Nice. So muss es sein. Gut, und sei. Gut, jetzt im Vergleich sieht halt das Ding schon ein bisschen aus. Dann müssen wir vielleicht mal dahinter. Bei unseren Warzenschwein. Nein, wie haben die Dinger geheissen? Sein Warzenschwein gesehen? Das sind Füße. Füße. Mal Warzenschwein. Ja. Warzenschweine. Futterspenderfass. Kommt da noch etwas rein. Da geht das Auge auf. Nice. Lebensqualität 100. Perfekt. So muss es sein, meine Leute. So muss das sein. Dann machen wir heute ein bisschen extra Überlänge. Mal wieder. Dafür fangen wir jetzt noch das neue Kega. Ich habe eigentlich im Sinn gehabt, hier etwas Neues zu bauen. Und zwar. Ecke, Beton. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen aufpassen, mit was wir bauen. Weil die Tierli, die ich hier rein tue, die haben Power. Aber ich kann nicht, mit was wir hier arbeiten. Weil ich glaube, das Glas. Das Glas bricht. Wir können es probieren. Komm, wir probieren es mit Glas. Wir probieren es mit Glas. Es wäre natürlich schon geil, aber ich habe das Gefühl, dass da laufen sie da durch wie Butter. Aber vielleicht machen wir irgendwie noch so eine Wassergrabe zwischen. Fangen wir hier mal an. Komm da. Ja, das ist ja gut recht, aber ich will in die Richtung weiterbauen. Spiel? Lässt du mich bitte machen? Okay, scheinbar nicht. Dann fangen wir einfach so und können sie dann im Nachhinein noch verbinden. Dann machen wir hier mal. Aber das wird jetzt ein grosses Gag. Also wenn das dann schon so ein riesiges Ding ist geworden, wird es jetzt hier wirklich funny. So. Und das sollte jetzt einfach länger und dann müssen wir glaube ich wirklich auf höhere Mauern gehen. Ich mache jetzt einfach mal vorsichtshalber wirklich genug Platz her. Oder du siehst nicht mal mit dem Ende. Also beziehungsweise die Leute. Das heißt, wenn sich die da hinten verstecken, sieht es einfach niemand. Ja moin! Jetzt sind wir nicht gerade gesehen. Also schalten wir den mal aus. Machen wir das halt ein bisschen so. So. An dieser Wand schieben wir jetzt nichts. Was für ein Tier könnte da reinkommen? Drückt jetzt mal Pause und schreibt es in die Kommentare. Tipps habe ich schon genug gegeben, es geht wahrscheinlich durch die Scheibe wie Butter. Und man hat die Scheibe den verkehrt weg.
Geil. Wir machen einfach einen Menschen so. Ah, geil. Ja, wie mache ich jetzt das? Einfach nochmal wegreißen, oder? Ich will es da bitte gleich bündig machen, ich würde gerne. So. Aber das ist verkehrt! Homie! Wie dreht er das Ding? Wie sehe ich das? Nö! Wieder 90 Grad. Das geht jetzt natürlich nicht. Warum ist das wieder verkehrt? Du hast doch einen Streit. Gott. Scheiße, Mann. Ah, und scheiß drauf, ich nehme ein normales Glas. Ehrlich. Leg mich nicht auf, Spiel. Überleg. So. Hey, da müssen wir auch gut. Über mich zu verzweifeln, merkt ihr es? Es hasst mich! So, jetzt ist aber gut. Den Weg machen wir dann auch noch weiter. Jetzt ist aber mal. Haben wir da schon irgendwie. Da haben wir schon Kerben im Boden von vorher. Okay, jetzt. Aber wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt jetzt mal Pause und schreibt in die Kommentare, was für ein Tier das da reinkommt. Bahati, Flusspferd wird sich bald. Flusspferd ist schwanger. Nice, das heisst, wir brauchen noch mehr Platz. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Schön. Also, habt ihr es auch in die Kommentare geschrieben, was für ein Ding da reinkommt? Der gewinnt, bekommt wie immer ein Gutschein von mir. Wir gehen in den Tierhandel. Ihr drückt jetzt schnell Pause, weil es ist. Überlauft ist das. So. Da sind wir ja schon gut. Katsching! Elefantis! Afrikanische Elefantens hätte ich gern. Und zwar. Ein Weibchen und ein Männchen. Aber. Das ist schacker teuer. Sehe ich gut. Aber das Männchen nehmen wir mal, das ist safe. Und das Weibli. Nein, das Männchen haben wir genommen. Die Weibli sind einfach sackteuer. Ja, komm. Wollen wir nochmal aktualisieren. Was nicht. Passiert nicht mehr. Schnell ein bisschen warten. Nein, komm, wir kaufen. Nein, komm, wir warten. Wir warten. Kann ich da irgendwie beim Preis. So. Art. Jede Art. Afrikanischer Elefant. Ein Männchen haben wir ja schon. Haben wir zwei Männchen? Oder bratschen sich die näher? Hä? Das haben wir noch gar nicht genommen. Ah, das haben wir noch gar nicht genommen. Okay. Gut, jetzt haben wir es genommen. Ja. Und wir warten noch schnell mit der Weibli. Wir nehmen den Elefant. Setzen den da rein und fangen mit dem Gebäude umbauen. Was wir safe noch brauchen, was ich jetzt merke.
Und irgendwie erkennst du das noch nicht als ganzes Cake. Warum auch immer. Eine Tür brauchen wir sonst natürlich noch. Und das ist jetzt echt ein blöd, weil eigentlich sollten wir... Ja, es geht jetzt nicht anders. Machen wir ja hier rein. Ich wäre mal die Idee gewesen, dass wir hier so die ganzen Keg machen und dann das Mitarbeiterzeug hinten dran sind, von hinten, dass sie mit den Leuten durch müssen. Aber die zwei Keg, die jetzt hier sind, wir machen dann hier dann etwas anderes, dann können wir es so umsetzen. Wir müssen sie jetzt halt mal hier durch. Und wenn jetzt das nicht als ein Keg annimmt, dann ziehen wir hier noch eine Linie ziehen und setzen hier die Mitarbeitergebäude dazwischen. Das wäre Plan B. Aber jetzt schauen wir einfach mal, ob wir das Ding können, in Empfang nehmen. Tierhandel, Tieraufbewahrung, an Zoo senden, Gehege 3, Maus erkannt. Versand geplant. Und jetzt sollte Charlie eigentlich auch springen. Meine Damen und Herren. Und was bin ich zufällig mit R? F? E? Ah, mit E. Und ich gehe nicht runter. Keine Ahnung! Cool. Ah, schön. Gut zu wissen. So, kommt da her mal. Zwischenzeit können wir noch ein bisschen Geld verdienen da. Da kommt er. Können wir da bitte verfolgen? Ja, moin! Boom! Hallo! Hey, mein Freund! Oh, ist das geil! Ich liebe das Spiel. Aber jetzt, der ist natürlich nicht zufrieden. Wer hat's gedacht? Also, die Pflanzung passt ihm? Gut, wir sind ja eigentlich auch in Afrika. Aber er braucht natürlich diverses. Das Gelände ist für dieses Tier absolut nicht geeignet. Ah, er hat kein Wasser. Ja. Das Wasserloch braucht er und Gras kurz und Gras lang. Genau. Aber dann machen wir zuerst heute das Wasserloch und das würde ich wieder so machen, dass die Leute sehen von außen. Aber er muss safe mal genug Platz. Also gut, nein, es kommt dann auch wieder ein zweiter. Vielleicht noch ein dritter sogar. Wie viel Platz braucht so ein Elefant? Also wie viel Platz, wie viel Wasser? Reicht ihm das? Ich kann das nie abschätzen. 148 Quadratmeter ist doch nichts. Ja, du siehst, das reicht. Da braucht nur so ein Wasserlöchchen. Gut. Also, näher. Gras kurz. Mehr Gras kurz, weniger Gras lang. Nein, Gelände. Viel mehr Gras. Also, beziehungsweise, jetzt mal auf 100 stellen. Jetzt braucht er noch Erde. Das wäre am besten irgendwo, wenn er längs Gras hat, da hinten. Dem geht es dann gut. Also gut, nicht wie Freiheit, aber im Vergleich zu der Warteschwein. Weniger Gras lang, ja.
Kämpfe ich jetzt bitte. Scheiße, muss ich nicht checken. Vielleicht gerade bei den falschen Reifen noch reingelangt. Das hätte ich dann nicht wollen. So. So weit, so gut. Jetzt hat er zu viel Wert. Ist jetzt gut? Gut. Rückzugsort für dir. Ich muss mal sagen, die pflanzen wir da hinten, dann haben die ihre Ruhe. Die Damen und Herren. Wir haben einen Elefant. Ist das geil oder ist das geil? Afrikanische Rückzugsort. Das sieht doch mal gut aus. In diesem Africa Park. Yes, nice. Gut, Schlafmöglichkeiten extra groß. Da noch ein bisschen Säckerli, da noch ein bisschen Säckerli, was ich füßeln kann. So. Und dann brauchen sie Futterdrogen groß, natürlich. Hier, was die Leute schön sehen, was ich auch fressen kann. Und dann machen wir einen Dreifutterspender irgendwo hier noch. Hier. Und trinken machen wir auch hier. Sind wir schon davor, sind die Leute ein bisschen gaffen, weil wir so krank sind und Tiere in den Zoo sperren und uns dran auf. Ja, lassen wir so. Aber true. Ein Wassersprinkler. Soll ich noch ein bisschen damit spielen? Grosser Bau! Ich wette ja so einen schuttfreudigen Elefant. Ich doch so ein Video, wo einer nur am Schutt ist die ganze Zeit. Yes, schau jetzt. Dem gefällt es hier. Nice. So muss es laufen. Habt ihr gesehen? Der hure Hippos da drinnen. Scheiße. So muss es laufen. Jetzt schauen wir noch schnell, dass da ein Gespendchen bekommt. Aber für das würde ich gerne mal wissen. Wie es das so aussieht mit den Herden. Partnerlose Männchen ohne Jungtiere. Gruppengröße 3 bis 15, bis zu 1 Männchen, bis zu 14 Weibchen. Okay, man kann einfach nur noch Weibchen tun jetzt. Ah, viele Gäste. Merci. Unsere Tickets sind zu günstig. Finde ich geil, dass ihr das sagt. Dann verdreifachen wir den Preis mal. Nein, nicht, aber 15 Stutz. Oder, ja, haben wir Elefanten. Ein Fiefer für die Jungen, für die Kleinen. Fiefer für die Kleinen und 15 für die Erwachsenen. Öffnungszeiten den ganzen Tag. Aha, das ist schon okay. Zufriedenheit ist geil. Ah, wir haben gerade, wir können noch Darlehen also. Okay. Bei uns ist es friedlich, bei uns ist es cool. So pass will, you know. Wo ist der Elefant? Wenn wir den mal taufen. Liebe Leute, wollt ihr ihm mal einen Namen geben? Schreibt mal bei dieser Folge hier unten dran in den Kommentar, wie wir ihn taufen wollen. Und wenn ihr auch, weil jetzt heisst er noch Nassor, aber ich glaube, der braucht einen neuen Namen. Gell?
mein Freund. Und er ist ein bisschen allein. Darum braucht er natürlich noch Girls am Start. Aber es hat wieder nur. Hey, hier! Fabio! Das ist ein Weibli, das wir mit Arterhaltungspunkt nehmen können. Nehmen wir es sofort. Aber wir schauen dann für noch mehr Girls. Wir schauen für noch mehr Girls. Jetzt musst du auch fangen mit einer abfinden. Jetzt sehen wir dann nämlich auch noch gut, ob das Gelände wirklich noch reicht. Wow, ciao, ich nicht, Homie. Juhu, Achille Flussförderer erwartet Nachwuchs. Nice. Das ist schon krass in dir, hä? Kann ich auch an irgendeine Taschenlampe oder so? Ah, habe ich tatsächlich. Hey. Oh, ich wollte dich nur fetteln. Schaut mich nicht. Oh, da kommt dein Weibli. Oh, da, komm mal schauen. Hoi hoi. Hoi. Jetzt hat es zu wenig Wasser, aber schau, wie sie hüpft. Haha, wie geil. Nice. Bist du normal? Ich muss kacken, lass mich in Ruhe! Okay, die hat keinen Bock auf Menschen. Aber schau, wie das aussieht. Hoppla. Das einfach. Ja, jetzt sind die Tickets zu teuer, hä? Habe ich doch gedacht. Machen wir doch 10. So, besser. Was wir unbedingt noch müssen haben. Ah genau, der Aussenteil. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten. My life. Puff. Wie viel Breite sind wir da gegangen? Auf Ehrenbruder Breite. Durch was? Durch was wirst du blockiert? Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Was? Spiel. So Zeug hasse ich. Ich hasse das hure Terraformen. Also ist gut, kann man es machen, aber ich habe nicht immer genau solche Probleme. Wenn wir da irgendwie Wasser oder irgendwie etwas, was nicht. Was ist nicht gut? Ist doch gerade. Einigermaßen. So, what's the problem? Jetzt fest runter hier. Ach Gott. Auf Fundamente abflachen. Aber warum muss es nicht wieder Gras wachsen? Ist dann wenigstens gerade? Kann ich jetzt wieder einen Weg bauen? Natürlich nicht. Ah, Spiel. Come on! Auf Oberfläche abflachen. Oder ist es wegen dem Müll? Ist es wegen dem Zaun oder an was liegt es? An was liegt es? Ja, es ist safe der Zaun. Ich bin noch eine halbe Stunde hier im Umbasteln, aber es ist der Zaun. Was fährst du da? Jetzt habe ich habe vorher einen Kommentar gelesen. Irgendeiner hat etwas zu motzen gehabt bei den Elefantis. Das checken wir nachher auch schnell.
Ja, kommt, das muss einfach länger. Und dann kommt noch Einrichtung, weil wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Hey Leute, es tut mir leid. Ich weiss, es kann kein Mensch schauen. So, Spendenboxen, ganz wichtig. Machen wir mal ein Herzchen. Zack. Auch ein paar Meter Spendenboxen. Elefanten sind teuer, liebe Leute, spendet. Elefanten sind teuer, die Damen spenden. Wie sind alle hier im Eck stehen? Warum? Gut. Das ist noch irgendein, hat vorhin ja etwas zu matzen gehabt. Man sieht gar nicht, ob es so ein Tier überhaupt ist. Digga, lauf einfach da rüber. Das ist wie zum Teil YouTube-Kommentar. Stell dich hier hin, lauf doch einfach drüber. Siehst du die Elefanten? Ja, okay, gut. Da hängen natürlich nicht. Aber ich will auch mal ihre Ruhe. Vor allem kommen wir ja, wenn wir Glück haben, gleich mehr dazu. Okay? Schau, okay, jetzt haben sie es geschnallt. Okay, auf jeden Fall. Sind wir bei 41 Minuten und somit sage ich merci viel mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht die ganze Zeit ein fliegendes Bild. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen da. Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Merci viel mal für euren Support. Much love. Und wir sehen uns morgen. Morgen um 8 Uhr. Wie gehen? Bis gleich. Timo G. Habt's gut. Ciao.